Ich dachte mir, wir machen heute mal was ganz anderes. Wir schauen uns nämlich heute Bestsellerlisten an, um uns darüber auszutauschen. Denn es ist ja schon immer ganz interessant, man kriegt es ja spätestens dann mit, wenn auf den schönen Büchern so ein hässlicher Aufkleber draufklebt, bei dem dann steht Spiegel-Bestseller Nummer 1 und keine Ahnung was. Lieben wir alle. Mich würde da sehr interessieren, ob du die Aufkleber direkt abmachst, ob du sie beim Lesen dann abmachst oder ob du sie einfach dran lässt, weil es dir egal ist. Und ich habe mir die Aufnahme etwas leichter vorgestellt, aber gut, man kann nicht alles haben. Wie dem auch sei, ich würde sagen, wir starten da gleich einmal rein und schauen uns zum einen die Amazon-Bestsellerliste an und zum anderen einmal die Spiegel-Bestsellerliste, die aktuelle, und gucken mal, welche Bücher da drauf sind, die wir kennen, wie wir sie fanden, etc. pp. Bedeutet also, wenn du eines der Bücher schon gelesen hast, kannst du gerne deine Meinung dazu spoilerfrei in die Kommentare schreiben, weil es lebt vom Austausch, das Ganze, weil es einfach super interessant ist, ne? Also ich finde, bei manchen Büchern fragt man sich so, warum ist das auf der Bestsellerliste? Und bei anderen ist es dann wiederum so, dass man sich denkt, ja, kann ich doch durchaus verstehen. Und davon abgesehen ist es ja super heftig, wie lange manche Bücher auf diesen Bestsellerlisten sind und dass sie immer und immer und immer wieder draufkommen. Deswegen schauen wir uns das jetzt gleich einmal an. Und ja, ich würde noch vorab sagen, abonniere super gerne meinen Kanal, falls du es noch nicht gemacht hast. Lass mir immer gerne ein Like da. Wie gesagt, alle deine Gedanken in die Kommentare. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du die zukünftigen Videos nicht mehr. Falls du mich noch nicht kennen solltest, ich bin Friederike. Ich heiße dich herzlich willkommen bei diesem BookTube-Video. Und mein letztes Video werde ich dir einmal einblenden und oben verlinken. Da kannst du sehr, sehr gerne vorbeischauen. Das war's mit dem Vorgeplänkel. Ich würde sagen, wir starten rein und wir starten mit Amazon. Und da haben wir dann einmal, also wir haben die generelle Bestsellerliste ohne eine spezifische, ja, Unterteilung, würde ich sagen. Und wir starten mit einem Buch, was ich noch nie gesehen habe und was, glaube ich, relativ neu sein wird, einfach weil vorher immer Platz 2 auf Platz 1 war, als ich geguckt habe. Es handelt sich nämlich um Generation Angst und es geht hier irgendwie um Kinder und psychische Gesundheit und so weiter und so fort. Da ich keine Kinder habe, ist es für mich aktuell kein Thema, aber dennoch natürlich ein wichtiges Thema und ich hoffe, der Autor hat das gut umgesetzt. Das zweite Buch hingegen finde ich super interessant, denn wie gesagt, es war lange auf Platz 1 und irgendwie ist es ja schon spannend. Ich habe das auch letztens in der Buchhandlung gesehen und grundsätzlich würde es mich schon interessieren. Allerdings wäre ich mir unsicher, ob ich es mir kaufen würde als Print oder ob ich nicht dann eher hoffen würde auf ein Hörbuch. Ich weiß gar nicht, ob es das als Hörbuch gibt. Falls ja, werde ich mal reinhören bei Gelegenheit. Und falls du es schon gelesen hast, schreib mal sehr, sehr gerne, wie das Buch war. Weil irgendwie kann ich mir darunter nicht wirklich was vorstellen. Und mich würde mal interessieren, ob die Autorin bereits richtig bekannt war vorher und deswegen das Buch so gut lief oder es wirklich dieses Thema ist und das anscheinend den Nerv der Zeit trifft. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Wenn du da mehr weißt, schreib es gerne mal rein. Dann kommen wir zu einem Ratgeber, die findet man ja auch häufiger mal da, und zwar Woman on Fire. Ich kenne die Autorin tatsächlich, sie ist ja Gynäkologin und ich habe mal in einem Podcast gehört, das ist schon Jahre her, in dem sie ab und zu mal vorkam und das fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Sie wirkt sehr sympathisch. Ich habe auch schon Videos von ihr gesehen, also so kurze Videos. Sie ist sehr, also gut in dem, wie sie Dinge beschreibt und erklärt und so weiter und so fort und vor allen Dingen aufklärt. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass das auch ein sehr wichtiges Thema ist, da es hier um Wechseljahre geht und das bei mir kein Thema ist momentan, ist es halt nicht für mich, aber dennoch ein wichtiges Thema und gut, dass man das dann in Buchform findet. Dann haben wir auf Platz 4 einmal ein Buch, was aus der Reihe fällt, würde ich sagen, nämlich ein Spiel. Ich meine, manchmal ist es ja so, dass die Bestseller in falschen Kategorien eingeordnet werden, aber okay. Und das nächste, Platz Nummer 5, finde ich super spannend. Denn ich kenne Caroline Wahl tatsächlich nur von ihren New Adult Büchern und die erste Reihe mochte ich auch wirklich gerne. Und dennoch habe ich halt das Gefühl, dass diese Romanbücher, also sowohl das als auch ihr neueres, ich glaube, das heißt ja Windstärke 17, dass die viel, viel besser laufen und viel, viel besser ankommen. Und ich frage mich halt, ob es daran liegt, dass einfach eine ganz andere Zielgruppe angesprochen wird und sie anscheinend das gut schreiben kann. Ich weiß es wie gesagt nicht, ich habe keines der beiden Bücher gelesen. Oder wie es ist. Also ich finde, das ist super faszinierend und ich möchte auf jeden Fall mal in die Bücher reinhören, weil auch das Ding ist, ich habe ja ein paar Leute, denen ich auf Instagram folge und es gibt einmal die, die richtig begeistert sind. Und dann gibt es die Leute, gerade jetzt bei dem neuesten Buch, die sagen, irgendwie war es nicht ganz meins. Und ich kann mir vorstellen, dass es eben daran liegt, dass man so in New Adult-Richtung denkt, die Romane dann aber sicherlich ein bisschen ernster und anders sein werden. Und dementsprechend ist es eben nicht für jeden was, aber mal gucken, wann ich dazu komme und wie es dann sein wird, wenn du die Bücher gelesen hast. Schreib mir gerne, ob du ein Fan bist oder beziehungsweise mochtest oder ob du sagst, ja, nee, meins war es auch nicht. Dann kommen wir zu so einem, ich würde sagen, Krimi, kann man das so sagen? Naja, auf jeden Fall heißt es Bretonische Sehnsucht. Ich persönlich habe tatsächlich, glaube ich, noch keine Krimis in diese Richtung gelesen. Also, ja, wirklich nichts in die Richtung.
Gut, dass ich jetzt das Gleiche gesagt habe. Auf jeden Fall, falls du da Empfehlungen hast, also irgendeine Reihe, bei der du sagst, ja, da kommt der Landschaftsflair richtig gut rüber, die Reihe macht Spaß und so, schreib mir das auch mal sehr, sehr gerne in die Kommentare, denn ich bin dafür ja immer offen. Dann geht es weiter mit Das Kind in dir muss Heimat finden. Das Buch habe ich hier, das ist irgendwo hinter mir. Und tatsächlich habe ich es aber noch nicht gelesen. Es ist ja ein sehr wichtiges Thema, denn ich denke schon, dass es super relevant ist, dass man sich den Themen seiner Kindheit, also die man aus seiner Kindheit mitgenommen hat, dass man sich denen stellt und sie dann eben ja angehen kann, damit man nicht als erwachsene Person dadurch irgendwie zurückgehalten wird. Also von daher ein sehr wichtiges Thema. Und falls es dir geholfen hat und du mich dann motivieren kannst, das Buch zu lesen, schreib auch da gerne mal deinen Input einfach in die Kommentare. Dann Platz Nummer 8, die 1%-Methode, habe ich gelesen. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand es wirklich ganz cool, weil ich finde, dieses Buch ist relativ leicht verständlich. Weil manchmal hat man ja so Ratgeber, bei denen man dann irgendwie, ja, sich denkt, das ist eigentlich viel zu kompliziert, um da jetzt irgendwas zu machen. Aber ich finde schon, dass man das gut einbauen kann, gut die Veränderung annehmen kann und es jedem möglich sein könnte, damit eine Veränderung im Leben zu bewirken. Also von daher kann ich es dir grundsätzlich nur empfehlen. Gibt es auch, soweit ich weiß, als Hörbuch, zumindest bei Audible. Naja, so, das auf jeden Fall dazu. Dann, sehr interessant, das nächste, Immokation und dann Do It Yourself. Ach so, gut, dass ich, weil der Rest da zwischen Englisch war, dachte, das erste Wort wäre auch irgendwie Englisch. Die Do It Yourself Rente. Passives Einkommen aus Immobilien zur Altersvorsorge. Auch ein sehr wichtiges Thema tatsächlich. Ist, glaube ich, nichts, oder beziehungsweise es kann, glaube ich, kompliziert sein, mit so einem Thema an die allgemeine breite Masse zu gehen, weil nun mal viele Leute der Meinung sind, dass ein Eigenheim das perfekte Investment wäre. Was es eigentlich nicht ist, aber das ist jetzt eine andere Geschichte und würde den Rahmen sprengen. Wie dem auch sei, auf jeden Fall finde ich, ist das ein sehr wichtiges Thema, einfach auch, weil, ja, man ja mit der Rente immer weniger rechnen kann, je jünger man jetzt auch aktuell noch ist, würde ich sagen. Und auch jetzt wahrscheinlich schon. Ich habe keine Ahnung, aber ne, so grundlegend ist es das. Und von daher kann es nicht schaden, dort selbst vorzusorgen. Auch wenn ich glaube, dass wenige Menschen sich eine Immobilie heutzutage so einfach leisten können, um damit die Rente vorzusorgen. Aber vielleicht hat er gute Ansätze, wer weiß. Ich habe das Buch ja nicht gelesen. Dann kommen wir zu Save Me. Ich habe die ganze Reihe gelesen. Das ist schon ein paar Jahre her. Damals mochte ich sie sehr, sehr gerne. Nicht 5 Sterne, also das waren sie nicht, aber sie haben mich gut unterhalten. Es wurde dann immer ein bisschen weniger gut, würde ich sagen. Und tatsächlich muss ich ja zugeben, dass ich nach wie vor Maxton Hall die Serie nicht geguckt habe. Schreib mal in die Kommentare, ob du Maxton Hall geguckt hast und es mochtest oder eben nicht. Denn ich muss ehrlich sagen, ich habe immer noch etwas Angst davor, dass es mich, wie ich es erwarte, einfach nur wegcringen wird und mir zu jung ist. Mal gucken. Aber auf jeden Fall, Save Me mochte ich grundsätzlich sehr gerne. War eine schöne Geschichte. Ich finde nur irgendwo, dass mittlerweile die Zeit ja so vorangeschritten ist, dass es eigentlich jetzt mittlerweile bessere Bücher gibt. Weil es ist ja von, keine Ahnung, was ist das, 2018 oder so, also auch schon ein bisschen älter. Dann haben wir Protocols, an Operating Manual for the Human Body. Okay, ich denke, da geht es dann um den menschlichen Körper offensichtlich. Ich weiß nicht genau, was es sein soll, aber an sich finde ich solche Körperthemen schon durchaus interessant, wobei es auch super schwierig ist, weil es gibt halt so viele verschiedene Bücher, so viel verschiedenen Input, sei es auch YouTube-Videos und keine Ahnung was. So dass man irgendwie schwer sagen kann, was jetzt richtig ist und was falsch ist, weil gefühlt widersprechen sich halt auch also alle Personen widersprechen sich irgendwie teilweise. Und von daher muss man, glaube ich, für sich gucken, was einem gut tut, womit man sich am wohlsten fühlt, was für einen funktioniert und dann damit irgendwie arbeiten. Dennoch finde ich, dass so ein Input nicht schaden kann, weil wenn wir unser Leben bestreiten und egal wie lange es geht, ist der Körper nun mal unser täglicher Begleiter und deswegen sollten wir ihn bestmöglich darin unterstützen. Dann kommen wir zu nur noch ein einziges Mal. Erstmal interessant, dass auf dem Cover schon draufsteht, jetzt im Kino, weil der Film ist doch noch gar nicht draußen, oder? Habe ich was verpasst? Naja, auf jeden Fall schreibt es mir sonst in die Kommentare. Das Buch habe ich damals auch gelesen. Ich glaube, es war 2017 oder so, also kurz nachdem das Buch veröffentlicht wurde, auf Deutsch zumindest. Und ich fand es damals echt ganz gut. Schon nicht so, dass ich jetzt sagen würde, boah, krassestes Ansprechen des Themas generell, was darin vorkommt, aber schon wirklich gut gemacht, muss ich sagen, zum damaligen Zeitpunkt. Mittlerweile würde ich sagen, es gibt auf jeden Fall einige Bücher, die besser sind, aber an sich ganz gut. Ich muss ehrlich zugeben, dieser ganze Teilaspekt mit Atlas, den finde ich super unnötig und ich finde, dass er den Fokus irgendwie wegnimmt, aber okay. Und dementsprechend mochte ich ja den zweiten Band gar nicht mehr, It Starts With Us, aber an sich auf jeden Fall. Ja, ein Buch, was ganz gut ist. Ich finde es super interessant, dass so alte, also für mich jetzt persönlich alte Bücher,
wieder immer so gehypt werden, einfach nur durch TikTok, weil irgendwelche Leute, ja, das damals nicht mitbekommen haben, noch nicht gelesen haben oder wie auch immer und dann so geflasht davon sind. Und das Lustigste ist dann ja, wenn Leute auf dich zukommen, weil du zum Beispiel nach Empfehlungen fragst für irgendwas und dann schlagen sie so vor Verity. Und ich denke mir so, Verity habe ich einfach an dem Tag, als es rauskam, komplett durchgehört. Was willst du mit Verity? Ist doch keine neue Empfehlung mehr. Da sieht man halt, wie so der Unterschied ist, je nach Plattform und natürlich auch je nachdem, wie sehr man im Lesegame drin war, zu gewissen Zeiten oder eben nicht. Dann kommen wir zu einem Kindergarten-Rätselspaß. Ist doch ganz süß für Kinder, um sie zu beschäftigen. Dann haben wir eine Biografie von Jan Ullrich, also einem Fahrradfahrer. Kann man das so sagen? Naja, Tour de France-Absolventen, wie auch immer. Ja, kann spannend sein. Ich finde es immer schwierig bei Biografien, weil man ja schon explizit Interesse an dieser Person haben muss eigentlich, damit man daran Spaß hat. Aber es kann ja schon spannend sein, leistungsstarke Personen irgendwie vom Mindset und so weiter her zu begleiten bzw. da was mitzubekommen. Dann der Glukosetrick ist sicherlich wieder Ernährung. Da geht es dann sicherlich um den Blutzuckerspiegel, gehe ich mal davon aus, und dass man den stabil hält und er nicht so ausschlägt. Auch da wieder, man muss halt gucken, was für einen am besten passt. Dann haben wir Lies mal. Ich denke, das wird zum Lesen sein, also Lesen, Lernen sein. Ja, sieht süß aus, aber keine Ahnung, ich habe damit ja keine Erfahrung. Dann kommen wir zu einem Buch, was ich auch sehr, sehr gerne mochte, und zwar 5 Sommer mit dir. Ja, ich fand das Buch einfach sehr, sehr schön. Ich habe damals viele positive Rezensionen gesehen und war dann dementsprechend gespannt, was es sein wird. Und wurde dann sehr positiv überrascht. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es ist eine schöne Geschichte, eine, ja, man könnte schon sagen, Second-Chance-Geschichte. Und das war einfach toll. Und der Sommervibe war auch einfach toll. Dann beim nächsten Buch würde mich wieder interessieren, wenn du es gelesen hast, wie es war. Denn ich habe das Buch schon häufiger gesehen und ich finde es optisch echt ansprechend. Und zwar Hast du Zeit? Das ist ja ein Thriller offensichtlich. Und ich muss ehrlich sagen, dass der Klappentext mich nicht so zu 100% abgeholt hat, aber es ist halt schon cool und ich meine, es ist Platz 18 auf dieser Bestsellerliste, also irgendwas wird dann auf jeden Fall dran sein. Dann haben wir einen Countdown, auch geil für den Unferien. Ja, ist cool, es kann vielleicht den Kindern helfen, da die Vorfreude zu steigern oder eben auch die Traurigkeit, dass bald die Schule wieder losgeht. Wer weiß, aber naja, ist auf jeden Fall an sich eine süße Idee. Dann haben wir Meine Reise zu mir selbst. Das Buch habe ich auch schon häufiger gesehen. Und da geht es eben auch um Persönlichkeitsentwicklung. Ich muss ehrlich sagen, ich finde, diese Art von Cover spricht für mich immer für so ein Buch, bei dem ich jetzt nicht sagen würde, ich bin die Zielgruppe. Aber auf jeden Fall ist mein Gedanke halt immer, egal ob einem das Buch, also ein Ratgeber jetzt zu 100% zusagt oder nicht, wenn es überwiegend einem gefällt, dann kann man immer irgendwas mitnehmen und dann in sein Leben integrieren und jeder kleine Schritt kann dann irgendwann zu einem großen Ganzen führen, um es einfach mal so zu sagen. Aber ja, dann haben wir das BGB, auch spannend, dass es anscheinend so oft noch gekauft wird. Also ist vielleicht, weil alle immer BWL anfangen zu studieren, wer weiß, oder VWL. Dann haben wir hier Sex mit dem Universum von Laura Marlina Seiler. Sie ist ja so Meditationscoach, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also denke ich mal, dass es darum geht, dass man das Universum nutzt für sein Leben, um das Beste rauszuholen. Aber ich weiß es nicht, versteht ihr noch? Was ein Engel über das Leben lernt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich es zwar super spannend finde, wenn man eben meditieren praktiziert und das einem auch hilft, aber ich persönlich habe es noch nie so richtig gemacht und würde aber auch keine Bücher dazu lesen, sondern ich würde tatsächlich eher mir dazu ein paar Übungen angucken und es dann für mich selber umsetzen. Keine Ahnung, ob du das kennst, aber bei manchen Themen ist es einfach so. Dann die Kinderdolmetscherin, was dein Kind fühlt, denkt und wie du damit umgehst. Ich muss ja ehrlich sagen, ich finde das immer so ein bisschen schwierig, weil ja, man kann ja gewisse Sachen lernen. Das ist ja so ähnlich wie, man hat Haustiere und möchte die verstehen. Und grundsätzlich kann man das ja nicht in dem Sinne, weil man ist ja keine Katze, man ist ja kein Hund, man ist kein Hamster, man ist kein Meerschweinchen, man ist kein anderes Haustier so. Das ist man ja einfach alles nicht. Und genau so ähnlich ist es ja mit Kind. Man ist in dem Moment ja kein Kind, aber natürlich ist es ein bisschen einfacher nachzuvollziehen, weil man ja selber ein Mensch ist und dann menschliches Verhalten ableiten kann und so. Und ich glaube schon, dass viele Dinge, also sagen wir Schreianfälle und keine Ahnung was, dass das halt unter anderem von einem mangelnden Verständnis kommt. Also nicht im Sinne von, man hat Verständnis für das Kind oder eben nicht, sondern im Sinne von, man kann als erwachsener Mensch nicht mehr nachvollziehen, wie ein Kind die Welt wahrnimmt, um es einfach mal so blöd zu sagen. Vielleicht hilft das Buch, ich weiß es nicht, ich habe keine Kinder, von daher, ja, auf jeden Fall aber interessant, dass es hier ist. Genauso wie Ruhestand für Anfänger, was haben wir hier, 365 inspirierende Ideen,
für das erste Jahr der Rente. Ja, auf jeden Fall kann das ganz cool sein, wenn man da Lust drauf hat, irgendwas auszuprobieren. So, und dann kommen wir zu Save You. Habe ich, wie gesagt, auch damals gehört. Und ich muss sagen, dass ich das Buch auch ganz gerne mochte. Aber mittlerweile könnte es sein, dass es auf jeden Fall ein bisschen anders von mir wahrgenommen ist. So, dann haben wir nur noch Einmal und für immer, also It Starts With Us, habe ich ja schon was zu gesagt. Ich mochte das Buch leider gar nicht, weil dieser Fokus auf Atlas mir persönlich einfach nicht gefallen hat. Ich finde nicht, dass sich die Charaktere wirklich kennengelernt haben, sondern es war wieder dieses, damals haben wir was füreinander empfunden und darauf basiert jetzt unsere neue Beziehung. Woohoo! Fühle ich nicht, mag ich nicht und dementsprechend ist es halt einfach nicht für mich gewesen. Dann haben wir wieder zweimal das Buch, was wir schon hatten. Einmal auf jeden Fall auf Deutsch und einmal nochmal auf Englisch. Keine Ahnung. Dann haben wir wieder ein Spiel, würde ich sagen. Dann haben wir das Arbeitsgesetzbuch. Dirke Weltatlas. Wer kennt ihn noch von früher? Ich auf jeden Fall. Natürlich in einer anderen Version, aber auch das Ding ist von 2023. Und warum ist es für alle Bundesländer außer Bayern wild? Also ganz wild. Und ich finde aber, es ist von 2023 und sieht älter aus als damals die Ausgabe, die ich hatte. Das ist schon faszinierend, sich da zurückzuentwickeln. Aber naja, dann kommen wir zur Tiergeräusche, also auch wieder so ein Kinderbuch. Ich finde sowas auf jeden Fall ganz süß. Dann haben wir, was ist das schon wieder auf Platz 35? Verstehe ich nicht. Naja, aber erstmal das Böse in ihr. Ja, habe ich noch nie gesehen, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre. Aber falls du es gelesen hast oder lesen möchtest, schreib auch das mal gerne in die Kommentare, denn es könnten ja auch Bücher sein, die erst noch rauskommen tatsächlich. Dann haben wir wieder ein Buch, so ich denke mal mit dem Stoppschutzschild, dass es irgendwas mit Grenzen setzen vielleicht zu tun hat. Ist ja auf jeden Fall nicht schlecht für Kinder. Dann haben wir schon wieder dieses Buch. Keine Ahnung warum. Und dann haben wir, was ich schon vorhin gesagt habe, Windstärke 17. Das Buch war auf jeden Fall auch nochmal viel weiter hochgerankt. Also das finde ich halt schon sehr interessant und beeindruckend. Und dann kommen wir zu Das Café am Rande der Welt. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe das Buch gelesen. Ich habe alle Bücher, die sind auch da tatsächlich, von John Strzelecki gelesen. Ich mochte sie alle ganz gerne, weil der große Vorteil ist halt einfach, dass sie für jeden lesbar sind. Sie sind für jeden verständlich und sie können eine kleine Veränderung bei jedem Menschen hervorrufen. Und das finde ich wirklich gut. Sie sind nicht hochanspruchsvoll. Sie sind nicht schwer verständlich und natürlich sind mittlerweile von diesem Rande, also Café am Rande der Welt, gibt es ja mittlerweile, glaube ich, 3 oder 4 Bände. Ob man die jetzt tatsächlich alle lesen muss, würde ich sagen, nein. Aber dennoch ist es so, dass es dadurch, wie es geschrieben ist, wie es aufgebaut ist und dass es so unterhaltsam ist, ist es ein guter Einstieg, wenn man jetzt nicht sagt, man möchte das krasseste Persönlichkeitsentwicklungsbuch der Welt lesen. Also von daher finde ich das schon ganz cool. Dann haben wir Kairos. Keine Ahnung, was das für ein Buch ist. Wenn du dazu mehr weißt, schreib es gerne in die Kommentare. Dann haben wir Travel for Love. Das Cover ist, also der Titel ist ein bisschen weird, aber naja. Und da ist jemand anscheinend sehr spazierwütig gewesen, um es einfach so blöd auszudrücken. Dann haben wir einmal Chris Carter. Chris Carter ist ja ein sehr beliebter Autor. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe vielleicht mal früher Bücher von ihm gelesen, als ich noch aus der Bücherei Bücher ausgeliehen habe. Aber ich wüsste es jetzt nicht mehr explizit. Also ich könnte jetzt keinen Titel nennen oder sonst irgendwas und habe seitdem zwar häufiger mal Empfehlungen von ihm bekommen, aber kein Buch gelesen. Schreib mir da sehr gerne deine absolute Empfehlung in die Kommentare, falls ich da mal was ausprobieren soll. Dann haben wir, weil du ein wunderbarer Junge bist, den Stil finde ich super schön. Also wirklich, sieht sehr gut aus vom Cover. Wenn das da drin auch so sein wird, ist es sicherlich ein sehr, sehr schönes Buch zur Stärkung von Kindern und dann eben jetzt wahrscheinlich in dem Fall von Jungs. Also ist ja auf jeden Fall grundsätzlich eine gute Sache. Dann haben wir Save Us noch. Wie gesagt, ich finde, die Reihe ist immer ein bisschen schlechter geworden von Band zu Band. Aber naja, ist jetzt halt wieder im Hype durch Maxton Hall. Was soll man dazu sagen? Dann haben wir Can't Hurt Me. Tatsächlich habe ich letztens darüber nachgedacht, mir das Buch zu besorgen, weil ich irgendwie richtig Bock hatte, ein Persönlichkeitsentwicklungsbuch zu lesen. Und gefühlt mit der Auswahl, obwohl ich davon die wenigsten gelesen habe, nicht zufrieden war, die ich hier habe. Was für ein Struggle. Und ich muss aber sagen, dass ich bei dem Buch ein bisschen Angst hatte, dass es zu viel persönliche Geschichte ist und zu wenig Input dann, den man anwenden kann. Also auch wieder so dieses, man müsste an der Person interessiert sein, um wirklich davon profitieren zu können. Aber naja, dann haben wir das Handelsgesetzbuch. Dann kommt als nächstes Bridgerton, Band 1. Ich mochte die Bridgerton-Reihe sehr gerne. Band 1 ist definitiv nicht mein Favorit. Ich würde da eher zu Benjamins oder Francescas Geschichte tendieren. Aber dennoch, auch die erste Geschichte macht einfach Spaß. Also ich muss halt wirklich sagen, die Bücher machen einfach nur Spaß. Dann kommen wir zu Mimik. Das ist das letzte Buch von ihm? Nee, das vorletzte schon, ne? Ja, das vorletzte Buch. Finde ich auf jeden Fall interessant, dass es jetzt hier in der Bestsellerliste ist. Einfach weil, wie gesagt, das ist das vorletzte Buch, also heißt es ist von 2022. Aber okay. Ich fand Mimik,
Ja, geht so. Also es war wirklich so, geht so. Aber ich muss sagen, ich lese halt meistens wirklich die Fit-Sex, wenn sie rauskommen. Einfach weil ich es schon mag, wie er schreibt. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, boah, krasses Buch ever und hier 5 Sterne, das nicht. Aber sie lassen sich gut lesen und dann macht es halt wiederum Spaß. Und dementsprechend kann ich dann da auch meine Zeit mit verbringen, ohne dass ich es am Ende bereue, egal wie ich das Buch bewertet habe. Dann haben wir wieder diese Liesmal-Bücher, finde ich auf jeden Fall süß. Dann haben wir Feel Good with Food. Das ist ein Kochbuch mit gesunder Ernährung. Okay, da würde mich sehr interessieren, ob du Kochbücher nutzt oder nicht. Denn zum Beispiel ich persönlich nutze keine Kochbücher, sondern ich bin jemand, der frei Schnauze kocht. Und wenn ich die Zutaten sehe, dann kann ich mir, oder wenn ich verschiedene Zutaten zur Auswahl habe, kann ich sagen, okay, ich kombiniere das, das, das und das miteinander und dann kommt dabei was raus, was mir persönlich schmeckt. Und das funktioniert auch. Also es ist selten, dass es nicht funktioniert. Eigentlich nie. Und von daher benutze ich Kochbücher sehr selten. Finde aber an sich, dass sie ganz gut sind, um so ein bisschen Inspiration zu bekommen. Und dann eben entweder einzelne Rezepte zu übernehmen oder tatsächlich irgendwas abzuwandeln und dann für sich selber zu implementieren. So, dann haben wir ein Malbuch und dann haben wir dieses, das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest. Ich muss ehrlich sagen, das einzige Buch ist immer so ein bisschen schwierig, weil es muss ja nicht sein, dass das das Richtige für einen selber ist, sondern es kann ja sein, dass es vielleicht für einige neuen Input gibt, aber man irgendwas Spezifischeres braucht oder irgendwas anderes. Also von daher ein bisschen schwierig. Schreib mir aber sehr gerne, falls du das Buch gelesen hast, ob es dir geholfen hat. Und ja, von daher würde ich sagen, es kommt dann immer drauf an. So, dann wechseln wir mal auf die zweite Seite und haben dort ein Arbeitsheft. Finde ich auf jeden Fall gut, dass solche Lernbücher für Kinder auf jeden Fall auch mit vertreten sind. Und dann haben wir einmal Auris. Das ist der vierte Band. Der kommt, glaube ich, jetzt im Juli raus, wenn ich mich nicht irre. Ich werde es dir hinschreiben. Und ich werde ihn auf jeden Fall lesen, denn ich habe die ganze Reihe bisher gelesen. Und ich muss sagen, der letzte Band hat mir nicht so gut gefallen tatsächlich, aber die davor mochte ich sehr gerne. Die haben mich sehr gut unterhalten und dementsprechend freue ich mich schon darauf und hoffe, dass es jetzt wieder bergauf geht. Dann haben wir Vogue, das Collectors Issue August 2024. Interessant auf jeden Fall. Würde mich interessieren, ob du sowas sammelst oder dich dafür interessierst, weil mich persönlich würde das jetzt nicht so ansprechen, aber es wird offensichtliche Abnehmer dafür geben tatsächlich. Dann kommen wir zu Ungleich vereint. Und das würde ich sagen, ist so ein, auch wieder so ein Schulbuch eher. Zumindest sieht es so aus durch diese Striche bei dem Titel. Ja, weiß ich jetzt nicht. Finde ich jetzt nicht so ansprechend, aber ist ja natürlich wichtig, sich da gegebenenfalls drüber zu informieren. Dann haben wir Der Gesang der Flusskrebse. Habe ich ja abgebrochen bei 50%. Ich weiß, viele mochten es und ich kann es grundsätzlich auch verstehen, aber für mich war es einfach viel zu langatmig, viel zu langweilig. Ich habe mich gefragt, was diese Geschichte soll und von daher war es einfach nicht meins. Also ja, es ist letztendlich so und Geschmäcker sind nun mal einfach verschieden und das ist ja auch gut, dass es Leute gibt, die es lieben. Ich meine, das Buch hat 40.000 Rezensionen. Das ist so unfassbar krass. Einfach weil man sich überlegen muss, wenn es schon 40.000 Rezensionen hat, wie viele mehr Leute haben dieses Buch gelesen und nicht bewertet? Also das ist schon richtig, richtig faszinierend. Dann kommen wir zu Die Mitternachtsbibliothek. Habe ich auch gelesen, mochte ich nicht so gerne. Einfach weil ich finde, der Fokus war teilweise super merkwürdig, wenn sogar nicht vorhanden. Und ja, das war tatsächlich, ja, nicht so ganz meins. Rechtschreiben finde ich auch sehr wichtig. Tatsächlich war es bei mir damals so in der Oberstufe, dass wir unsere erste Deutscharbeit bekommen haben und unser Lehrer entsetzt darüber war, wie schlecht wir in Rechtschreibung waren. Und es gab super viele Leute, die eben eine 4, 5 oder 6 hatten in Rechtschreibung. Und dann gab es ein paar Leute, die eine 1 oder 2 hatten. Und das Beste war an dieser ganzen Geschichte, und das jetzt ohne irgendwie angeben zu wollen oder so, aber ich wusste, man bekommt, wenn man 200 Wörter hat und da einen Fehler hat, bekommt man eine 1. Und dann musste man ja am Ende mal die Wörter zählen, bei uns zumindest. Und ich hatte 600 irgendwas Wörter. Ich wusste also, okay, ich darf nur 3 Fehler haben. Und ich habe gezählt und ich war mir sicher, ich werde höchstens 3 Fehler haben. Und voilà, ich hatte 3 Fehler und eine 1. Das war so witzig und das klingt jetzt so, als wäre ich eine super gute Schülerin gewesen. War ich nicht. Einfach weil ich zu faul war, um ehrlich zu sein. Aber dennoch war das sehr, sehr lustig und wie gesagt, unser Lehrer war unfassbar entsetzt. Ich kann es ihm aber auch irgendwie nicht verübeln, weil wenn man in der Oberstufe nicht, also ich meine, wenn man eine 3 gehabt hätte, eine 4 maximal, okay, aber so viele Leute hatten 5 und 6, das war schon crazy. Also wirklich. Naja, dann kommen wir zu Achtsam Morden. Das ist, glaube ich, ja auch verfilmt worden, ne? Also irgendwie jetzt Serie oder Film. Habe ich aber auch nie gelesen. Einfach weil ich glaube, das wäre so ein Buch bei mir. Das müsste ich entweder in einer Buddy-Read-Leserunde mäßig lesen. Also heißt, ne, dass ich
mich verpflichtet fühle, in Anführungsstrichen. Oder aber ich müsste es halt wirklich direkt lesen, also bekommen und lesen, weil sonst würde ich, glaube ich, immer andere Bücher vorziehen. Ich denke dennoch, dass es mich unterhalten könnte, ne? So ist es auf jeden Fall nicht. Und auch hier wieder würde mich interessieren, wie es dir gefallen hat. Und 23.000 Rezensionen sind definitiv auch hier wieder eine Hausnummer. Dann haben wir zu Papierdrachen, auf jeden Fall sehr spannend, weil das Cover sieht ja unfassbar schön aus. Und es ist einfach mal sozusagen aber sehr spannend tatsächlich, für Kinder vielleicht. Dann sehr, sehr spannend, einfach das auf Platz 60, der neue Straßenatlas. Also fährt jemand, der jetzt dieses Video guckt, noch mit einer Karte Auto? Das würde mich unfassbar interessieren. Oder was macht man sonst damit? Also wirklich, schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich hätte niemals gedacht, dass das noch in den Top 100 drin sein würde. Wild. Und dann, wer wir sind, als Arbeitsbuch, das gehört ja wahrscheinlich zu Das Kind in dir muss Heimat finden. Ich persönlich würde sowas nicht unbedingt benutzen, aber ich denke schon, dass es auf jeden Fall helfen kann. Dann kommen wir zur positive Psychologie, Grübeln, Stoppen und so weiter und so fort. Das wird auf jeden Fall ein Self-Publishing-Buch sein. Und ja, was soll ich dazu sagen, beziehungsweise es steht Spiegel Bestseller drauf, aber das kann es ja auch sein, wenn es Self-Publishing ist. Und das ist auf jeden Fall krass, dass sich das Buch immer noch hält, weil das hält sich schon seit Jahren in dieser Bestsellerliste. Und das ist wirklich beeindruckend. Ja, mehr möchte ich dazu jetzt erstmal nicht sagen, aber auf jeden Fall machen wir dann weiter. Und die nächste Reihe können wir eigentlich schon mal, ja, auslassen, weil dazu habe ich eigentlich nichts zu sagen. Und dann kommen wir zu der nächsten Reihe und auch zu den nächsten 6 Büchern habe ich nicht so viel zu sagen, weil das erste ist halt Ruthless Vows. Das habe ich dir ja schon vorgestellt bei den Neuerscheinungen für den Juni. Ich bin sehr gespannt, wie es sein wird. Und ich muss ja ehrlich sagen, ich finde ja die Farbschnitte echt ganz schön. Und die Bücher sehen auch ganz schön aus, wobei ich das dunkelblaue englische Cover ein bisschen besser finde, einfach optisch. Aber tatsächlich ist es so, dass ich schon häufiger überlegt habe, mir die deutschen Ausgaben zu kaufen mit Farbschnitt. Und ich war so, du bist doch einfach nur bekloppt. Es ergibt keinen Sinn. Du hast es auf Englisch. Es ist auf Englisch günstiger. Und so toll, also im Sinne von, dass ich wirklich sage, es ist dein Lebenshighlight oder so, war die Geschichte halt nicht. Sie hat mich sehr gut unterhalten. 4 Sterne, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber dass ich mir das dann auf Deutsch kaufe, ist einfach Delulu. Und dementsprechend bin ich froh, dass ich es bisher nicht gemacht habe. Dann, wie gesagt, die nächsten Bücher können wir alle auslassen. Dann 1 Minute Hebammenwissen, also Buch 71, finde ich auf jeden Fall auch wichtig. Gerade wenn man vielleicht eben das erste Mal ein Kind bekommt. Ich habe da auch letztens, also eine Freundin von mir ist gerade schwanger. Und was sie da so erzählt hat, auch mit ihrer alten Hebamme und keine Ahnung, was ist, ist auf jeden Fall wild. Also von daher kann es nicht schaden, vielleicht dadurch ein bisschen mehr Sicherheit zu bekommen. Es wird sicherlich keine Hebamme ersetzen, davon gehen wir jetzt mal stark aus, aber es kann vielleicht helfen, ein so ein bisschen Unsicherheiten zu nehmen und das ist doch eine gute Sache. Dann der Löwe in dir, sieht auch sehr süß aus. Ich denke mal, das wird so um Selbstbewusstsein gehen und Selbstwertstärkung und so. Finde ich auf jeden Fall cool. Dann haben wir hier einen Manga auf Platz 73, was ich auch sehr interessant finde. Ja, da würde mich interessieren, liest du Manga oder nicht? Ich versuche ja gerade wieder ein bisschen mehr Manga zu lesen, weil ich ja einige Reihenstarts habe. Und falls du Solo Leveling gelesen hast, schreib mir gerne, ob du es empfehlen würdest oder nicht. Ja, dann kann ich zu dem nächsten auch wieder nicht so wirklich was sagen. Wir können ja nochmal kurz auf Platz 76 eingehen. Und zwar das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen. Okay. Ja, das habe ich auch schon häufiger gesehen. Das war auch mal weiter oben gerankt. Und tatsächlich, ja, denke ich mal, das wird so ein Hilferatgeber sein. Einfach so für den Umgang von Eltern mit Kindern und so weiter und so fort. Vielleicht auch andersrum, ich weiß es nicht. Ja, finde ich auf jeden Fall nicht schlecht. Da kann man bestimmten Input mitnehmen. Auch wenn ich es optisch jetzt nicht so ansprechend finde, einfach weil der Titel viel zu lang ist. Also wirklich, der Titel ist einfach zu lang. Dann machen wir weiter und haben dann Hunting Adeline. Ich weiß gerade gar nicht, ich glaube, das ist der erste Band. Und was da für ein Hype drum gemacht wird, ist ja auch super krass. Gleichzeitig gibt es natürlich viele kritische Stimmen. Ich muss sagen, ich habe das Buch, ja, es ist schon länger her, ja, gelesen. Und es ist definitiv krass, also ja, schon. Und es ist jetzt auch nicht handwerklich so das Beste, was man kriegen kann. Definitiv auch nicht. Und ich denke mir halt mittlerweile, so viele Leute lesen Dark Romance, da müssen wir uns bei dem Buch jetzt nicht besonders aufregen, weil eigentlich ist es generell alles ein bisschen kritisch. Aber auch da wieder, jeder soll lesen, was er möchte und wie man selber das dann empfindet, ob man es für sich machen möchte oder nicht, ist ja eine ganz andere Geschichte. Also das ist ja auch wieder dann super unnötig. Dann haben wir dieses Culpa Tuya, da gibt es ja schon das erste, ich glaube das Buch kommt erst raus, wenn ich mich nicht irre. Und tatsächlich habe ich daran aber kein Interesse, das ist ja wieder so New Adult in die Richtung, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich habe viele gesehen, die Culpa mir sehr gut fanden, aber ich glaube, wie gesagt, es ist nicht unbedingt meins. Und dann haben wir ja noch einmal, können wir ja die große Bucketlist des Gaming, finde ich immer sehr, ja, irgendwie cool und irgendwie merkwürdig, weil wer sagt denn, dass das für jeden das Richtige ist? Mich würde mal interessieren, ob du zockst oder nicht, aber
grundsätzlich kann es halt cool sein, vielleicht, wenn man sagt, okay, man möchte ein Hobby ausprobieren, vielleicht auch mit jemandem zusammen, mit seinem Partner oder mit wem auch immer. Und dann könnte man sich sowas vornehmen, aber ja, irgendwie ist es schon ein bisschen lustig. Dann kommen wir zu Power. Das Buch ist auch auf jeden Fall schon älter. Da gibt es ja auch irgendwie noch eine längere Version. Also zum Beispiel die englische Version ist irgendwie länger als die deutsche. Also auch wirklich mit mehr Inhalt, nicht nur irgendwie anders gedruckt oder so, sondern einfach mehr Inhalt. Dann gab es ja mal eine riesige, keine Ahnung, Petition oder sowas auf Social Media, wo gesagt wurde, das soll verboten werden. Dann ist es irgendwie so, dass das auch in Gefängnissen irgendwie verboten ist. Also es ist ganz wild mit diesem Buch. Ich weiß es nicht. Es ist auch irgendwo hinter mir im Regal, glaube ich. Und ich habe auch mal, glaube ich, angefangen es zu lesen. Und ja, ich finde, es ist sehr spannend, wenn so ein Riesending einfach um ein Buch gemacht wird am Ende des Tages. Dann haben wir den 5. Band der Bridgerton-Reihe. Finde ich sehr interessant, dass es der 1. und der 5. Band ist, die hier drin sind. Einfach weil es ist ja gerade Bridgerton Staffel 3 rausgekommen und die handelt ja vom 4. Buch. Ist das richtig? Ja, vom 4. Buch. Und dementsprechend spannend, dass 1 und 5 hier drin sind und irgendwie nicht andere, aber okay. Ich mochte die Geschichte tatsächlich nicht so gerne, weil ich mir persönlich für Eloise eine andere Geschichte gewünscht hätte und nicht finde, dass diese Geschichte so zu ihrem Charakter passt. Aber ich glaube, das liegt tatsächlich primär daran, wie sie in der Serie dargestellt wurde. Also ich glaube, wenn ich nur die Bücher gelesen hätte, hätte ich mit der Geschichte mehr Frieden schließen können, als ich es gemacht habe, weil ich eben schon in der Serie wusste, wie sie ist, wie sie dargestellt wird, was man hätte machen können und so weiter und so fort. Also von daher, mal schauen, was das wird. Aber ich mag die Schauspielerin sehr gerne. Ich habe ein paar Reels davon gesehen und ja, es ist schon sehr humorvoll, muss ich sagen. Dann kommen wir zu Haunting Adeline, wobei das dann wahrscheinlich der 1. Nee, ist das der 2.? Ist auch egal. 1. oder 2. Ich habe nicht weitergelesen mit der Reihe. Schreib mal sehr gerne, wenn du beide gelesen hast, wie sie dir gefallen haben. Dann muss ich sagen, dieses Views klingt auf jeden Fall auch nicht schlecht. Marc-Uwe Kling ist ja durch die Känguru-Chroniken sehr, ja, durch die Decke gegangen, würde ich sagen. Und ich muss aber zugeben, dass ich es nicht gelesen habe. Also wirklich, ich kenne kein Buch von ihm, ich kenne auch sonst nichts von ihm. Und da es keine Rezension zu dem Buch gibt, würde ich mal schätzen, dass es eine Neuerscheinung ist. Genau, das wollte ich sagen. Mal gucken. Dann 50 Sätze, die das Leben leichter machen. Okay. Ja, ich weiß nicht genau, was es sein wird, aber es kann ja in jedem Fall auch nicht unbedingt schaden. Dann haben wir wieder so lauter Kinderbücher und am Ende dann nur das Neinhorn. Ich muss sagen, das finde ich auch sehr süß vom Stil her. Auch da wieder Marc-Uwe Kling. Aber da ich einfach keine Kinder habe, brauche ich auch nichts mit dem Buch anzufangen. Und weil es jetzt schon länger gedauert hat, als ich gehofft habe, werden wir uns schnell einmal die Spiegel-Bestsellerliste noch angucken. Ich denke mal, dass wir auch da wieder die meisten Bücher kennen werden. Und wir werden uns dann beschränken auf ein Minimum, würde ich sagen. Ich wechsle mal kurz. Ich habe jetzt gewechselt und wir gucken uns die Paperback Belletristikliste an. Und ich wusste gar nicht, dass es Bilder gibt. Das finde ich natürlich auf jeden Fall sehr gut. Wir starten einmal mit Pretty Savage. Das ist ja eine Neuerscheinung, auf die viele gewartet haben. Ich habe bisher mir noch nicht den 2. Band geholt, aber ich denke mal, dass das noch passieren wird. Ist auf jeden Fall eine ganz gute Reihe. Dann haben wir Save Me, haben wir schon drüber gesprochen. Dann haben wir von Yisra Sigurdóttir, wie auch immer ihr Name ausgesprochen wird, haben wir ein Buch, da habe ich ja mit Yvonne von Himbeeralice zusammen die andere Reihe ausprobiert und die knappen Texte klingen ja so fantastisch gut, also wirklich, die klingen so geil, aber die Umsetzung von Band 1 war einfach leider nicht so ganz das Wahre und von daher werde ich wohl auch davon eher Abstand nehmen. Dann kommen wir zu Dark Elite, Redemption. Ich habe tatsächlich, also ich finde die optisch sehr schön, auch von Band 1, aber ich habe nicht so gute Meinung dazu gehört, zumal mich auch der Klappentext nicht angesprochen hat und deswegen, ja, habe ich darauf verzichtet. Dann haben wir Save You einmal, haben wir auch schon drüber geredet, genauso wie Culpa Tuya, haben wir auch drüber geredet. Dann haben wir Totholz, das Buch haben wir noch nicht gesehen. Andreas Föhr ist ja auch so ein Autor, der ja viele Bücher schon geschrieben hat. Wenn du ihn magst und ein Buch empfehlen kannst, schreib mir das auch sehr gerne mal unten rein. Weil ich bin ja immer interessiert daran, neue Autoren kennenzulernen. Safe Us hatten wir schon. Sie kann dich hören, habe ich tatsächlich ja gelesen. Und ich mochte es ganz gerne. Da waren ja viele enttäuscht, dass es irgendwie schlechter als Band 1 ist. Und ich finde auch, dass es ein bisschen schwächer war, aber dennoch nicht schlecht. Deswegen habe ich dem Buch 4 Sterne gegeben, Band 1 4,5 Sterne. Und ich bin gespannt, ob es im 3. Band dann tendenziell bergauf oder eher bergab gehen wird. Dann kommen wir zu Not in Love. Das soll ja wieder eine ganz andere Richtung von Ellie Hazelwood sein. Ich werde aber wahrscheinlich das Buch nicht lesen, einfach weil ich wirklich sagen muss, dass ich mit Ellie Hazelwoods Büchern meistens nicht so viel anfangen kann. Beziehungsweise sie mich nie so begeistern, dass ich jetzt sage, ich muss sie unbedingt lesen und dementsprechend bin ich da dann auch eher raus. Dann haben wir Das Retreat. Da habe ich auch mal überlegt, es mir zuzulegen, aber der Klappentext hat mich persönlich einfach nicht abgeholt. Dann haben wir Haunting Adeline. Ja, haben wir schon drüber geredet. Dann haben wir Cold Heart. Ja, ich habe Westworld Band 1 damals gelesen
Und ich mochte das Buch nicht. Mich konnte die Geschichte gar nicht überzeugen. Ich fand es super langatmig und war dementsprechend schon von Beginn an aus dieser Reihe raus. Sehr, sehr schade, aber ja, deswegen werde ich ganz sicher ja auch nicht das Prequel dazu lesen. Icebreaker ist ein Buch, was ich auch definitiv nicht lesen werde, weil ich dazu mal eine Rezension gesehen habe von Lara von Bookaholic Group und seitdem wusste ich einfach, es wird niemals meine Geschichte sein und egal wie viele Leute davon berichten, wie süß die Geschichte ist oder sonst irgendwas, es wird einfach nicht meins sein, aber was ich richtig krass finde, ist, dass es einfach in der 47. Woche auf Platz 14 ist. Finde ich richtig krass, also das ist schon richtig heftig, da sieht man, was TikTok alles, ja, bringen kann. Dann kommen wir zu Corrupt oder Corrupt, ich weiß gar nicht genau, wie man es ausspricht, von Penelope Douglas. Ich habe von ihr Punk 57 und Birthday Girl gelesen und ich muss ehrlich sagen, dass ich, ja, also ich mochte Birthday Girl grundsätzlich, aber auch nicht so zu 100%, weil viele Sachen waren für mich nicht ganz ausgereift und dementsprechend, ja, werde ich nichts mehr von der Autorin lesen, außer es ergibt sich mal ganz zufällig, aber da habe ich jetzt auf jeden Fall keine Absicht für. Dann haben wir Hunting Adeline, haben wir auch schon besprochen, dann haben wir Girls Night, das habe ich als E-Book da, aber bisher noch nicht gelesen, darauf bin ich schon sehr gespannt. Ich habe bisher kein Buch von Claire Douglas gelesen und von daher keine Ahnung, was mich erwartet. Dann haben wir von Linus Geschke, Wenn sie lügt. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe mal ein anderes Buch von ihm gelesen, was ich an sich ganz gut fand. Wobei ich finde, dass er mich persönlich im Vorwort etwas, ja nicht gespoilert hat, aber auf jeden Fall hat er mich unbeabsichtigt, glaube ich, auf die richtige Fährte gebracht, weil er da so ein bisschen gechallenged hat, aber an sich mochte ich es. Und dann haben wir Jojo Moyes. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe früher ab und zu mal Bücher von ihr gelesen, aber sie ist nicht meine Autorin. Die Geschichten haben mir nie zu 100% zugesagt und deswegen habe ich dann eher ja Abstand davon genommen. Und dann haben wir noch Wenn sie wüsste und erstmal auch da krass, 49. Woche. Ich meine, das ist fast ein Jahr und das Buch ist immer noch in den Top 20 drin, auf Platz 20 zwar nur, aber das ist schon richtig krass. Und falls du es nicht wusstest, es gibt es mittlerweile als Taschenbuch für 12 €, also man kann auf jeden Fall auch noch ein bisschen Geld sparen. Und natürlich wird es mitunter auch daran liegen, dass natürlich der zweite Band rausgekommen ist. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns noch einmal kurz im Schnelldurchgang die Taschenbuchliste an und dann sind wir auch fertig mit diesem Video. Da haben wir wieder auf Platz 1 Kairos. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, worum es geht, aber es scheint sehr beliebt zu sein. Dann haben wir 22 Bahn, habe ich auch schon ausführlich drüber gesprochen. Dann haben wir das mörderische Paar, das wird wieder so ein Küstenkrimi, keine Ahnung, irgendwas in die Richtung sein. Darüber haben wir auch schon gesprochen, Chris Carter ebenfalls. Die nächsten können wir auch einmal abhaken. Und dann haben wir Hera Lind, das ist ja auch eine sehr beliebte Autorin. Ich habe von ihr, glaube ich, noch nichts gelesen. Ich glaube aber auch, und korrigiere mich da gerne, wenn ich falsch liege, dass die Zielgruppe etwas älter ist als ich, um ehrlich zu sein. Und die Geschichten auch eher eben dementsprechend daran adressiert sind. Dann haben wir Die verheimlichte Tochter. Da habe ich mir, glaube ich, mal den Klappentext durchgelesen, der mich leider nicht so ganz überzeugen konnte. Ach so. Und jetzt erklärt es sich natürlich auch hier mit Mimik einmal, weil anscheinend ist es auch auf der anderen Bestsellerliste als Taschenbuch gewesen, beziehungsweise wurde dadurch nochmal gepusht, dass es als Taschenbuch herausgekommen ist. Das ergibt natürlich Sinn und von daher schließt sich das Ganze dann wieder. Dann haben wir Stay Away from Gretchen, auch richtig krass, 70. Woche, also wirklich richtig heftig. Ich muss ehrlich sagen, mich hat der Klappentext nicht so angesprochen, auch wenn viele Leute davon geschwärmt haben. Deswegen, ja, ich glaube, es ist momentan nicht meine Geschichte. Dann haben wir Nur noch ein einziges Mal, haben wir auch schon drüber gesprochen, aber auch krass, 106. Woche, also wirklich richtig heftig. Dann Kummer aller Arten, ja, keine Ahnung, worum es da geht, aber ist bestimmt auch ein wichtiges Thema. Charlotte Link ist eine Autorin, die ich ja letztes Jahr für mich ausprobiert habe, mochte ich grundsätzlich ganz gerne, aber ich muss ehrlich sagen, ich wäre da jetzt nicht so krass hinterher, die Bücher zu lesen. Dann haben wir von Zokos und Schwicker ein Buch oder Schwieker. Ja, da muss ich sagen, ich mag Zokos als Mensch, also Michael, sehr, sehr gerne. Ich finde das sehr sympathisch und so weiter und so fort. Aber seine Bücher haben mir bisher nicht so zugesagt. Dann haben wir einmal Breitseite. Ja, Gisa Pauli ist, glaube ich, auch so eine Autorin, die richtig gut einfach so in die Sommerzeit passt. Urlaub, Strand und so weiter und so fort. Dann haben wir wieder, Wenn sie wüsste, wie ich gesagt habe, Taschenbuchversion. Dann, Wo wir uns trafen, keine Ahnung, was das sein soll. Und ja, dann das nächste Buch, dazu kann ich auch leider nichts sagen. Und die Mitternachtsbibliothek hatten wir schon und zu guter Letzt eben am Himmel funkelt ein neuer Tag. Ja, habe ich ja, wie gesagt, gelesen. Mochte ich grundsätzlich auch ganz gerne, wobei mir andere Bücher der Autorin besser gefallen haben. Aber so haben wir dann auch diese Liste uns einmal näher angeschaut. Wie gesagt, schreibt mir gerne alle deine Gedanken dazu in die Kommentare.
Lass mir gerne ein Abo da, falls du es noch nicht gemacht hast, indem du auf den roten Abonnieren-Button klickst, immer gerne ein Like und wenn du die Glocke aktivierst, dann verpasst du die zukünftigen Videos nicht mehr. Schreib mir gerne dein Feedback zu diesem Format in die Kommentare. Also ich würde das jetzt nicht so häufig machen, aber vielleicht so was weiß ich, alle 3-4 Monate mal oder auch alle halbe Jahr. Schreib mir dazu gerne dein Feedback in die Kommentare und ansonsten würde ich sagen, ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und freue mich sehr, dich beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann! Just die.